Hallo zusammen! Wir haben die Tage ein super leckeres und zwar das schnellste Dressing der Welt gemacht. Wer es nicht gesehen hat, kann hier oben nochmal hinklicken und kann sich das anschauen. Und wir machen heute gleich weiter mit dem nächsten Dressing. Bald ist wieder Salatzeit, der Frühling steht vor der Tür. Wir machen heute ein Joghurt-Orangendressing. Yeah! Wer hätte es gedacht, was brauchen wir für ein Joghurt-Orangendressing? Natürlich Joghurt und Orange. Das habe ich schon mal hier hingestellt. Wir nehmen Joghurt, ganz normaler Joghurt, 150 Milliliter. Kommt hier rein. Vielleicht sollten wir das auch einfach mit dem Löffel machen, dann geht das auch einfacher und schneller. Wir brauchen außerdem eine Orange. Die aufschneiden logischerweise und einmal den Saft rausholen. Das macht er entweder über Muskelkraft, habe nicht so viel Kraft, deswegen mal das über die Presse. Für die 150 Milliliter Joghurt brauchen wir ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Orangensaft. Ich denke, das sollte schon reichen. Eins, zwei, zweieinhalb. Etwas Minze, frisch aus dem Garten. Blätter abzupfen, aufs Brettchen und einmal klein häckseln. Das kommt dazu. Was außerdem dazu kommt, etwas Pfeffer und etwas Salz. Jetzt ist mir meine niegelnagelneue Salzmühle kaputt gegangen. Machen wir wieder die ganz normale Geschichte. Mit dem Salz. Einmal Salz rein in die Nummer. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Öl. 2 Esslöffel. 1, 2. Sollte ausreichen. Für den besonderen Pfiff kommt noch ein bisschen Pulverchen dazu. Wir nehmen Paprika und wir nehmen Chili-Pulver, dass es ein bisschen eine Schärfe bekommt. Übrigens hier für Markus von Meyers Koch-Tipps. So sieht meine Gewürzschublade aus. Ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Und dann war es das schon. Jetzt wird es geshaked und dann kommt es ab auf den Salat. Deckel zu. Shake it, baby. So, Dressing ist fertig. Sollten wir mal probieren, ob es auch schmeckt. Das macht immer Sinn. Salz. Noch ein bisschen Salz. Ein Salat brauchen wir. Salat waschen. Einfach so ein Herzchen hier nehmen und klein häckseln, in Streifen schneiden. Auch das Knackige mit dazu nehmen. Nochmal kurz das Dressing schütteln, weil wir haben ja noch mal Salz reingemacht. So, und das reicht aus. Und jetzt kommt das Dressing drüber. Und fertig ist die Luzi. Jetzt probieren wir das Ganze auch nochmal. Ob das auch schmeckt, was wir hier gemacht haben. Schmeckt top. Nom, nom, nom. Wer das Ganze jetzt nicht ganz so flüssig haben möchte, der nimmt einfach ein bisschen weniger Orangensaft. Schmeckt es halt auch ein bisschen weniger nach Orangensaft. Das Dressing ist super, das ist lecker. Gerade wenn es jetzt im Frühling reingeht, schön erfrischend, wenn man draußen in der Hitze sitzt. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Dressing gefallen hat, das Rezept zu dem Dressing, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal sowieso. Und da unten gibt es noch eine Glocke. Klickt die mal an, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Bis denn dann, euer Jens.